Sie engagieren sich für MINT, Zukunft schaffen, richtig? Ja. Das steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Genau. Warum sind es genau diese Bereiche, die Zukunft schaffen? Ja gut, Deutschland ist ja ein Land, das eine starke Industrie hat, im Unterschied zu Frankreich oder England, die sich sehr stark deindustrialisiert haben. Und dieses industrielle Rückgrat ist eigentlich das Rückgrat für die Services, für die Dienstleistungen, für die Bildung, wie auch immer. Das heißt, wenn dieses Rückgrat hustet, hat Deutschland Grippe. So kann man das sagen. Gut. Ja, digitaler Wandel, das ist ein ziemlich wichtiges Stichwort, Schlagwort. Ja. Wie sieht denn dieser digitale Wandel überhaupt aus? Also man kann ihn ja nicht anpacken. Das Verrückte am digitalen Wandel ist, dass er ja entdinglicht ist. Also nicht eine Maschine ist, nicht ein Produkt ist, sondern häufig ein Service ist. Und der digitale Wandel vollzieht sich im Bereich der Gesundheit, der Telemedizin. Wie kann man sicherstellen, dass in einer Gesellschaft, wo sehr viel mehr ältere Menschen sind, gerade auf dem Land, wo es weniger Landärzte gibt, dass trotzdem eine elektronische Blutzuckermessung gemacht wird. Digitalisierung zeigt sich im Bereich der Bildung durch das, was die Amerikaner Massive Open Online Courses nennen, wo im Grunde heute Bildung demokratisiert ist, in der Antarktis genauso wie in Sierra Leone, wo man Zugriff auf Bildung hat. Digitalisierung zeigt sich bei dem Thema, das E-Government heißt, ein anderer digitaler Kontakt von Bürgerinnen und Bürgern mit der öffentlichen Verwaltung, mit der Politik. Und Digitalisierung zeigt sich im Bereich der Wirtschaft. Ich meine, ich brauche nur Uber nennen, Airbnb, Amazon, Google, Apple. Das sind alles Begrifflichkeiten, die deutlich machen, wie Digitalisierung heute das Kommunikationsverhalten von Menschen verändert hat. Wie sieht denn so die Arbeit der Zukunft aus? Also worauf muss ich mich da als junger Mensch und Teil der jüngeren Generation vorbereiten? Also wie die Arbeit der Zukunft aussieht, da sind sich gerade auch die Expertinnen und Experten noch nicht so einig. Ob der Roboter, ob die Automatisierung viele Jobs fressen wird oder ob die Menschen neue Jobs, neue Aufgabenstellungen entwickeln werden. Sie sind sich in einem einig, es wird sehr viel mehr Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik geben in den Aufgabenstellungen. Deswegen spreche ich auch häufig vom Digitalökonomen zum Beispiel oder vom Digit-Mechatroniker. Das Thema der Digitalisierung ist immer dabei. Und zum Zweiten wird die Arbeit der Zukunft sehr viel mehr mit Kreativität zu tun haben. Mit Individualität, mit originärer Problemlösung. Denn das, was sich ständig wiederholt, die Routinen, das können die Algorithmen der Computer. Das heißt, dort wird der Mensch tatsächlich gefragt werden in dem, was originell ist. Das ist unsere Stärke. Ja, aber ich finde, das klingt eigentlich nach einem ganz positiven Zukunftsbild. Ja, gut, ich meine, man muss natürlich aufpassen, dass der Mensch nicht der Diener der Digitalisierung wird, sondern dass die Digitalisierung Diener des Menschen ist. Man kann sich natürlich auch eine Welt vorstellen, die durch und durch programmiert ist und wo die Algorithmen das menschliche Leben bestimmen und der Mensch nicht mehr selbstbestimmt und souverän arbeitet. Aber das liegt in unserer Hand, ob das so passiert. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.